Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Timesplitters 2 Story Mode. Und dieses Mal sind wir bei Level 3 angelangt, im Jahr 1895, Notre Dame. Ich habe in der letzten Folge gemeint, das ist für mich persönlich einer der geilsten Level. Und rein da. Ich habe in der letzten Folge, weil ich ein Dulli bin, vergessen, das Briefing nochmal in-game zu zeigen, obwohl ich es gesagt hatte. 10 Sekunden vorher gefühlt. Naja, hier haben wir es. Könnt ihr mal lesen? Ich meine, ich hab's leider nicht auf Deutsch, schade drum, aber egal. Rein da in die normale Schwierigkeitsgrade. Notre Dame. It's of heaven will be opening for me. Are you a believer, a pretty girl? The angels will come and you will see your destiny. So pure, so innocent. Oh Mensch, wieder so welche Psychopathen, Alter. So, wir sind jetzt mit einer weiteren Frau hier. Die heißt Viola, das weiß ich. Sehr, sehr coole Charakterin, finde ich. Und wir starten mit mehr Munition. Ah, mir fallen hier ganze Sachen auf, ey. Es tut mir leid. Hier haben wir Zombies in dem Level. Und wir haben natürlich jetzt wieder die leckere Schrotflinte. Oh, geil. Kommt her. Was war das denn? Wie hast du das überlebt? Munition hebe ich noch nicht auf. Ist noch nicht nötig. So. Ja, auch. Oh, hör auf zu spucken. Das ist nichts gut. So, das Gitter geht hoch. Jetzt können wir weitergehen. Wir sind irgendwo im Keller von einer großen Kathedrale. Deswegen müssen wir uns hocharbeiten. Die ganzen Samen-Base killen. Wie heißen diese Zombies? Ich glaube, Kanal-Zombies? Krypto-Zombies? Ich weiß nicht, einer von den beiden Namen. Coole Gegner auf jeden Fall, cool Design. Allgemein, man muss dazu sagen, wenn man hier durch die Zeiten reist, hat man viele Möglichkeiten, viel Abwechslung zu schaffen im Spiel. Das haben die auch sehr gut umgesetzt. Das ist zum Beispiel das Horror-Level, unter Anführungszeichen Horror-Level. Mit Zombies und so. Ist eine coole Sache. Okay, im ersten Level gab es auch Zombies, aber nee, die zählen nicht. Oh, hallo. Liegt überall Munition rum, das ne, will ich jetzt nicht unbedingt. Ja, Zombies, Zombies für Zombies, verpisst euch. Ach. Ich könnte übrigens auch ohne den Fadenkreuz schießen, dann halt hat man ein Auto-Aim, der aber ziemlich schlecht ist, muss ich sagen. Der zielt so gesehen nie auf den Kopf. Schon mal wie sympathisch. Mal, jetzt sind die weg. Nicht mal die Leichen wollen mit mir befreundet sein, Alter. Was soll das? Naja, egal. Ach ja, unsere Ziele, ne? Sollten wir auch mal durchgehen. So, Rescue the Maidens. Ja, im Grunde ist das. Und dann noch hier: make your way up to the roof to escape Notre Dame. Retrieve the Time Crystal, wie immer, und eliminate Jacques der Mord. Ich weiß, wie man es ausspricht. Das kann mir wurscht sein. Ja, der Unterschied: statt ein Zombie sind es jetzt, statt drei Zombies sind es nur ein, sind es halt nur zwei. Na moin. Alter. Ich meine, altes Spiel, ja, aber so designt? Alter. Rüstung noch mal bessere. Meine Freundinnen, ich rette euch alle. Noch zwei übrig. Wie das so geht, Alter, wie sie mit dem Arsch wackelt. Alter, Finne. Ist ein kleiner Hingucker, Alter. Ach Gott, ich hör auf.
Bitte stick mich ab. Und das hier ist eine Fake-Frau. Ich befreie sie trotzdem, man sieht, das ist ein Zombie. Hey, One-Hit. Nice. Und das aber eine echte? Los, lauf in die Freiheit! Ja, und verpiss dich schnell, bevor Zombies kommen. Mensch. Ich bin nämlich nicht ein Babysitter. Checkpoint. Schädelplatzer, rein da. Oh, das sieht so Hammer aus. Mann, ich finde, ich habe das schon gesagt, ist einer der geilsten Level. Das ist so schön, ey. Oh. Atmosphärisch einfach mega geil, ey. So. Die untoten Priester da, Dingsbums, killen. Oder heißen sogar Death Priest, doch, Todespriester, ja, ja. Die können mich mal, das ist mein Kristall. Was fällt denn eigentlich ein, ey? Haben wir jetzt eigentlich die... Ah, genau, wir haben jetzt die Pistole aufgehoben. Ja. Die hängt da ein bisschen ab. Das sollten wir mal, retten, wa? Ja, das meine ich mit scripted Schüsse, die man nicht ausweichen kann. Das meine ich. Das ist halt auf schwer eine Katastrophe, muss ich sagen. Naja. Es reicht langsam. Was ich ganz über schwer was sage. Spielt es aber auch schwer. Macht das einfach mal. Dann werdet ihr bluten, wenn ihr das macht. Aber es ist eine richtige Challenge, also, ne? Macht das einfach mal. So. Jetzt müssen wir sie runterlassen. Und dann zu ihr hingehen. Ach ja. Jetzt kann mir natürlich Spaß machen mit den ganzen Glöckchens hier. Jetzt schaut es euch an. Sieht das nicht geil aus? Mach mal nicht auf. Ist halt einfach der Hammer. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Scheiß Windeltreppen. Oh Mann, ey. Dann kriegt er doch voll die Phobie, oder? Boah, ich finde das schade, dass man das nicht aufmachen kann. Boah, das sieht geil aus. Gut, okay, es reicht. Ich reiß mich jetzt zusammen. Oh mein Gott. Beschützen! Eigentlich macht. Ja, ich glaube, das soll der Bucklige sein. Der Bucklige von Notre Dame. Coole Einspielung. Aber eigentlich macht das alles alleine. Macht das so gut. Ich muss gar nicht helfen. Oder kaum helfen. Ich spare mir hier lieber meine Munition. Ja, ich muss echt nichts tun. War's das? Was? Hä, was? Ja, gerne. Übrigens, ich habe mal diese zwei Leute hier mal verfolgt, einmal einfach just for fun. Bleiben am Anfang des Levels irgendwo stehen oder so. Oder die spawnen, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die rennen sinnlos rum. Es ist, ja, es ist lustig. Mit dieser Information könnt ihr nichts anfangen, ich weiß. Munition. Ja, jetzt krieg ich, oh Gott. Ach man. Dass man hier Zombies platziert, muss nicht sein. Aber ist okay. So. Oh. Great. Jetzt haben wir einen Portal-Demon am Arsch. Oh Gott, der ist so groß, Alter. Hält aber kaum was aus auf dem Modus. Und diese Musik. Ich kriege einen Ohrwurm von dem Soundtrack momentan. Mein Aim ist geil. Ja, jetzt ist die Sau tot. Oh,
Oh. Jetzt despawnt, ja. Ja, wir haben ihn aber gebumst, ohne Probleme. Also, das ist schön. Wie viel Leben haben wir noch? Oh, wir sind voll. Okay. Habe ich jetzt nicht geschaut. Und nicht mitbekommen. Liegt auch noch Rüstung, aber haben wir nicht nötig. Und die halten so viel aus, diese Affen. Ja, kriegen wir locker hin. Zwei Bossfights in einem Level. Ja, der hält nichts aus. Und das ist das Ziel. Aber jetzt mal Real Talk, ne? Ganz kurz. Okay, das ist jetzt natürlich pixelbrei. Aber detailreich ist es trotzdem, ne? Na gut, ja, nur so. Das war's noch mit dem dritten Level. Kurz und schön. Das ist ein cooles Level. Ja. Rein in die Main Menus. Jetzt kommt dann das vierte Level in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, wie immer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.